Banshees. Seht ihr, der Feind hat mich festgenagelt. Ich führe den Hexenhammer. Ey, wir müssen den Warpspinnentypen killen. Oh. Den Warpspinnentypen gekillt, aber haben wir jetzt nicht geschafft. Oder? Nee, haben wir nicht. Aber jetzt müssen wir es nochmal machen. Verdammt, weil wir den Warpspinnentypen nicht rechtzeitig gekriegt haben. Ja, doof, ey. Ist ja voll doof, ey. Und voll, hey. Voll doof, oh, ey. Oh, guck mal, das ist Gegner. Ist er da? Und Hexenhammer. Wow, mein Lord Bern ist tot. Hm. Alter. Jetzt lebt er wieder. Der hat abgegangen. Verkupplungssalve. Bam. Haha. Sieht gut aus, aber macht irgendwie nicht viel, finde ich. Warte, wieso ist sie tot? Ich dachte, sie hat noch Schild. Verdammt. Ich zieh mich zurück. Ah. Doch. Ah, wieso sieht man immer nie, wann die noch ein Schild hat oder nicht mehr? Das kratzt mir an. Treffer in der Heckpanzer, wie geht das denn? Wow. Yo. Wieso ist deiner tot? Irgendwie hält er nicht so viel auf. Das ist super. Super. Weil, wieso ist dein Demon Rust tot? Joa. Frage. Ach, weil da so eine halbe Fahrzeugabwehrwaffe ist und weil da ein paar Phantom-Druiden stehen. Ja und? Nicht so können. Ja und? Ja und? Was ist jetzt das Problem? Das ist kein Grund. Wo ist eigentlich mein Bär? Wo ist dein Bär? Ja, wo ist mein Bär? Die Phantom-Druiden greifen mich an. Ja, das ist schön, dann hau zurück. Wenn ich dich angreife. Guck mal, Phantom-Ruine ohne Seher, ohne Rat der Seher, ja, die können gar nichts, ja. Und irgendwie hat meine Kamera noch Lebenspunkte, ah, scheiß drauf. Ich greife trotzdem an. Vorwärts! Aber dafür kann sie einen Hexenhammer tun. Und da ist ein Sniper-Tipi. Ey, wieso ist sie so schnell? Dich zu zeigen war ein Fluch, Ranger. Ist halt schnell. Aber voll, ey. Oh. Ähnliche Warpspin-Typ. Wo ist der Warpspin? Du musst ihn killen. Da ist er. Da ist er. Ich bin töte ihn. Töte ihn. Erzittern sollen sie. Töte. Unterdrücke ihn wenigstens. Ich bringe dir das Licht des. Na. Ja. Ihr ja. Blinden, mörderischen Narren. Haha, wir können es. Ne? Wir sind blinde, mörderische Narren. Haha. Oh oh, das sieht ungut aus, alles. Wieso ist er so komische ja. Sachen-Dings? Ne? Macht richtig Pum. Ja. Ach, da ist das Ding. Oh oh, lauf. Oh oh, lauf. Oh oh, tot. Bisschen spät zurückgezogen. Oh. Sturm. Nee. Oh! Sturmschild! Stolz von Wandel. Wandis. Haus von Wind. Wandis, das waren doch die Verräter beim anderen Teil. Oder beim ja. Ersten. Und zwei. Also die haben auch sowas wie Stolz, die Verräter. Na. Diese Feigheit ist unverzeihlich, Soldat. Guck mal, Synchron wiederbeleben. Oh, Synchron. Nee, ja. Deiner ist viel schneller. Dieser Schmerz ist nicht. Hebelgranaten. Brauchen wir nicht. Nee. Irgendwie Blendgranaten. Für den Imperator, Sir. Oh, Tagesschau. Tagesschau. Oh. Wow. Willst du die hören? Ja. Okay, nee, warte mal kurz noch. Mach mal ein bisschen leise. Uns hört man nicht mehr, Rocco. Danke. Eine Quarantänestation für Schleimopfer. Okay. Also Leute, ich beende hiermit die Aufnahme für jetzt, sonst man hört uns nicht mehr, also haut drin. So, Tagesschau, Zeit vorbei, ungestört, und wir nehmen für Woche die Ausrüstung, ne? Die Ausrüstung, die wir, okay. Und ich dachte, hier kommt jetzt irgendwas von die Lavan, aber anscheinend nicht.
Aber hier sind ein paar Leute aufgestiegen, das finde ich sozial. So. Und jetzt einen Sergeant. Ich mache jetzt erstmal Überlegenheit im Nahkampf. Ja. Okay. Kann er die andere Energiefaust nehmen? Nee, die. Nee, oder? Nee. Aber, oh, das Energieschwert ist ja krank. Hä? Das Energieschwert. Ist die Chi-Waffe? Oder? Ja. Ist ach, da, das ist das Energieschwert. Von Wandis. Die Dämonenklinge ist aber auch cool irgendwie. Ja, hat auch schon irgendwie Style. Aber zeig mal, ne? Sehen, wie die ausschaut. Ziemlich cool. Und wie sieht das Schwert aus? Da gegen die Dämonenklinge sieht das Schwert scheiße aus. Ja, nimm mal. Und Lord. Ah, der Handschuh ist doch. Der Handschuh ist cool. Ich mag den Handschuh. Ah, der ist aber schwach. Der ist. Na gut, dann nehme ich ihn das Schwert. Aber der Handschuh ist Ziel. Den anderen Handschuh gebe ich aber weg. Den mag ich nicht. Hauptsache, er steckt das Schwert im Boden. Er kann's halt. Krass. So. Mal gucken. So, oh, jetzt gebe ich Merrick. Das andere Energieschwert ist aber besser als die Dämonenklinge. Ich glaube, dann packe ich die Dämonenklinge weg. Ist ohne Scheiß. Die Dämonenklinge können wir weggeben, Rojo. Wow. Rojo? Kann ich den Rüstungswert einfach mal eingeben? Guck mal, wie viel Rüstungswert das Ding hat. Geht. Den gebe ich dir mal Bär. Ne? Machen. Weil, guck mal, das andere ist alles. Das ist das. Hier, guck mal, das sind die höchste. Das ist das höchste Satz auf 34. Rüstungswert bei Idrasti da drin. Und sowas können wir weggeben eigentlich. Ausrüstung von wem? Sandy, jetzt mal. Urens, haben wir Urens freigeschaltet schon? Nehme ich den. Nee. Nee. Nehme ich den jetzt für eine Waffe? Weiß ich nicht. Ich gebe die Dämonenklinge weg, die brauchen wir nicht. Und die andere Rüstung auch, ne? Kann noch irgendeine Maschinenkanone oder so was weg? Die beiden unteren können die beiden weg, ja. Ja? Okay. Oh, guck mal, da ist einer aufgestiegen. Merrick ist aufgestiegen. Interessant. Er sagt, gebe ich ihm den. Mach mal auf Schaden. Artilleriehagel, hallo? Nö, ich will auf. Auf was denn? Energie jetzt oder was? Energie. Ernsthaft? Das zweite würde ich dann noch haben, jo, klar. Zusätzlich. Zusätzlich ist doch cool. Wieso haben wir jetzt zwei Maschinenkanonen noch? Wieso hast du noch. Ach nee, das sind Laserkanonen. Ah, brauchst du die Laserkanonen überhaupt noch? Wieso eigentlich nicht, ne? Wieso gibt's jetzt eine Plasmapistole? Soll ich Laserkanonen noch drin behalten? Eigentlich brauche ich die nicht, ja, aber ich bin am Schwanken, welch schnelles Nachladen. Dem das Ding mal, das hatten wir noch nicht. Tötet Zerfleischer sofort? Ja, die habe ich da schon drinnen. Alles klar. Die lassen wir erstmal. 5 Schaden bei Chaos Space Marine. Ach, Quatsch. So, und jetzt. Und lebt weniger oft nach, ist auch gut. Ja. Naja, mal sehen. Kurz mal Pause, nochmal was gucken. So, nach den 4 Minuten Aufrüsten jetzt, ich habe mal nebenbei geguckt, wie viele Minuten das waren, nach den knapp 4 Minuten Aufrüsten und geht. Scheiße labern, können wir jetzt erstmal das nächste machen. Die Lage hat sich geändert. Wir müssen einen Verteidigungskreis einrichten. Ja, Lehman Russ, Siegespanzer verbessern. Na, guck mal hier, die Ausrüstung. Aber das ist neu, das ist mal eine kurze Besprechung. Die Lage hat sich verändert, wir müssen einen Verteidigungskreis einrichten. Panzer ist aber viel cooler, oder? Ach komm. Nee, Siegespanzer, scheiße. Ja. Wenn, ist Todesklinge ist cool. Ich glaube, das ist effektiv gegen alle. Siegespanzer ist nur gegen Fahrzeuge. Todesklinge ist, glaube ich, effektiv gegen alles. Weißt? Also würde ich sagen, lieber Todesklinge. Nachher. So ist es zumindest im Multiplayer. Vielleicht kannst du das erst freischalten, wenn du Siegespanzer hast. Kann sein. Aber die Rüstung ist gut. Hallo, 34 haben wir bis jetzt eine Rüstung. Das ist kacke. Und die eine 67. Die andere hat 54. Die neue hat 67. 57. Nein, war 67. Und die hat 54 jetzt, die wir kriegen. Ja. Ja, und die beste, die wir jetzt noch haben, ist 34. Die zweitbeste.
Naja, okay, nehmen wir die Rüstung. Oder nicht. Dann kriegt hier, wie heißt er? Merrick? Einer von meinen auch mal eine gute Rüstung. Ihr habt schon einmal eine bessere jetzt erhalten. Ja. Eine muss jetzt auch über 30 sein. Aber die andere ist... 6 ne, oder 18. So, ne? Oder 18. Ja, ich meine, ich glaube, wir müssten darin erstmal ein bisschen investieren. Haben wir überhaupt schon Demon Russ freigeschaltet? Nee, ne? Doch. Ja? Sieh, schau. Holen. Was ist jetzt los? Oh Gott, eine Katze. Oh, mein Geist! Oh, Alter, die stöhnt erstmal rum. Ich höre es auch. Kyras. Inquisitorin Adrastia, es war mir ein Vergnügen. Azaria. Es ist Kyras. Ach, ernsthaft? Ich wusste, dass ich auf ihre berechenbare und engstirnige Natur zählen kann. Die Maschine gern holen. Die Elder haben mich davon abgehalten, die Exterminatusflotte nach Typhon zu lenken. Aber sie haben dieses Problem gelöst. Ups. Jetzt ist der Weg offen. Der Exterminatus ist eingetroffen. Ich hätte das ohne sie nicht vollbringen können. Aha. Genießen Sie. Hast genug gelabert? Oder freuen Sie sich an dem Wissen, dass Sie geholfen haben, die Vernichtung über Ihren Subsektor zu bringen? Kannst du mal sehen, dann kann auch mal sehen. Scheiße, oder? Oh, ist das nicht schön da? Ich hoffe, es ist jetzt nicht wirklich so, wie es eben ausgesehen hat. Wir sind angekommen und werden dass der Generalfeldmarschall so ein Scharfschützengewehr hat, das wäre schlecht. Nee, ich glaube, das reingemacht hat. Weiß ich jetzt nicht genau. Und für die Anmut des goldenen Throns erkläre ich den Exterminatus für die imperiale Welt Typhon Primaris. Ja, erklärt es. Oh, ey, das ist schönste Karte da. Vergessenheit. Möge die imperiale Gerechtigkeit in jeder Hinsicht gelten. Imperator, steh uns bei. Siegel schön Wald, weiß. Ja und? Ach, vergesst den Wald. Jetzt ist er nicht mehr da. Orbitales Bombardement! Es muss anziehend sein. Nö, wir laufen ja weg. Zu sehen, wie ein Planet sich windet und schreit. Zu spüren, wie er unter den eigenen Füßen zuckt. Oh Gott, und zu beobachten, wie er stirbt.